Herzlich willkommen zu ausnahmsweise mal wieder einer neuen Folge von meinem Podcast Knitting Cats and Unicorns. Es war ja wieder eine Zeit lang, aber mei, wenn halt das Leben passiert, dann passiert das Leben, ne? Heute mal an einem etwas ungewöhnlichen Ort, oder nicht ungewöhnlich, aber an einem etwas anderen Ort. Ich bin nämlich momentan quasi nicht zu Hause, aber da ich jetzt ein bisschen Zeit gefunden habe und mir hier so ein tolles Gestell bestellt habe, einen Selfie-Stick mit Stativ, ein Quadrupod mit vier Füßen, werden wir das jetzt mal testen, ob das so funktioniert. Ich hoffe, ihr hört mich einigermaßen. Ihr seht, ich habe Stöpsel im Ohr, weil ich natürlich mein Mikro jetzt hier nicht mit dabei hatte. Aber nun gut. Jedenfalls, hallo, da ist er wieder und hat euch zumindest ein bisschen was mitgebracht, weil das meiste, was ich zum Beispiel so eingekauft habe, das wäre ein bisschen Podcast ausfüllen gewesen. Aber ich habe euch ein paar Projekte mitgebracht. Es ist sogar eins fertig geworden. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Und zwar ist das hier in diesem wunderschönen Beutel. Und zwar, da muss ich ja jetzt, glaube ich, nicht mehr Spoilerwarnung sagen, weil ich weiß gar nicht, ob der... Nein, das war schon noch in 22, aber ja. Jedenfalls ist das von Anna Johanna. Oder Way We Once Knitted. Wo habe ich denn hier? Ich versuche auch leise zu rascheln, weil ich glaube, die Kopfhörer fangen das ein bisschen mehr ein als mein normales Mikro. Nee, da ist jetzt auch Vorbildchen mit dabei. Okay. Also Way We Once Knitted, Anna Johanna, Wild Child. Mystery Knit Along, habe ich endlich fertig bekommen, ist aber jetzt noch nicht gewaschen, aber Fäden vernäht, hallo? Und es ist so, also ich finde es schon sehr schön, ich habe jetzt Haare, wie gesagt, das ist jetzt noch nicht gespannt, es ist noch nicht ganz fertig. Aber also mir gefällt schon echt richtig gut. Ich habe jetzt nur, ich glaube, hier hätten eigentlich auch noch mal diese Blümchen hier hingehört. Moment, ihr seht sie gar nicht. So, da hatte ich ehrlich gesagt keine Lust mehr. Man sehe es mir nach. Ich wollte halt einfach fertig werden. Und fertig ist es. Ich habe das gestrickt. Wird das mal so. Und das ist jetzt natürlich cool, ne? Weil... Normalerweise, das kann ich mir das hier so umhängen, würde ich nämlich jetzt am Mikrofon herumwurschteln. Das ist jetzt natürlich nicht der Fall. Jetzt kann ich das hier schön drapieren und euch die Wolle zeigen. Also das ist Wolle von Garn Stories in verschiedenen Qualitäten. Sind jetzt nur die Zettelchen hier drin. Schau ich mal, ist hier eins drin? Nee, aber wie gesagt, verschiedene Qualitäten. Das war mal so eine, so ein Überraschungspaket gewesen. Da ist eigentlich auch noch ein, ich glaube, mindestens ein vierten hatte ich dann noch. Ein Single-Strang. Weil hier war, glaube ich, irgendwie, also nicht Jack, aber irgendwas Besonderes war da drin. Ja, muss ich aber gestehen, bei dem hier, ich weiß nicht, ob das dann vom Wickeln her kam oder ob das vielleicht einfach so ist. Da hatte ich ein paar, also viele Stellen, wo jetzt das nicht so richtig oder schon ein Strang durchgerissen war irgendwie. Also einer von den Fäden dann. Aber wie gesagt, da bin ich mir dann unsicher, ob das vom Wickeln kam oder woher es auch immer kam. Genau. So, ja, das ist oder war der Mystery Knit Along von Anna Johanna. Und ja, das hier, also das fand ich auch besonders cool hier mit diesen...
Ja, es ist ja fast wie beim Socken das Bündchen oben, ne? So ein umgeklapptes Bündchen. Da habe ich es dann auch, weil ich mir gedacht habe, haha, ich nehme doch hier nicht immer Maschen auf. Und ich hatte auch leider, oder ich habe gar nicht so diese, wie heißen die denn? Diese Kabel, die man dann einfach durchziehen kann und dann aber später die Stricknadel auch vorne reinstecken kann. Wie heißen die? Es fällt mir bestimmt wieder ein. Sondern ich habe mir gedacht, ha, das muss doch auch mit einem normalen Kabel funktionieren, mit dem normalen Seil. Und habe das dann da durchgezogen und ja, weil ich halt nicht über 300 Maschen da aufnehmen wollte. Und es hat dann eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also ich hatte dann, weil man nimmt dann quasi hier die Maschen wieder auf von der Reihe vorher, klappt es dann um und strickt dann jeweils die zwei Maschen dann zusammen. Und ich meine, da hat die Reihe natürlich dann ein bisschen länger gedauert, aber ich musste halt die Maschen nicht aufnehmen und auch, ja. Ich wusste halt, okay, ich habe die gleiche Anzahl oder sollte die gleiche Anzahl von Maschen haben. Ja, wie gesagt, wenn ich dann wieder zu Hause bin, werde ich das noch schön waschen und spannen und dann ist das ein wunderbar schönes Tuch. Ich hätte vielleicht hier ein bisschen mehr Kontrast nehmen können, aber mir gefällt's. Also mir gefällt auch das Tuch an sich sehr gut. Wie gesagt, das war der letztjährige Mystery Knit Along. Ich bin fertig und ja. Ja, wie gesagt, und hier hätte man halt das noch dran machen können und ich hatte einfach, ich wollte fertig werden. Nein, es hat nicht pressiert, aber wie gesagt, ich hatte einfach auch keine Lust mehr. Und irgendwann muss ja so ein Tuch auch mal fertig werden. So. Genau, das war dieses. Wieder hier mit rein. Hoppala. Zack. Dann habe ich als nächstes oder wollte ich dann als nächstes fertig bekommen, habe ich ja auch letztes Jahr angefangen, den Sipila Sweater von Boyland Knitworks. Da war ich eigentlich auch schon vom Körper her relativ weit. Muss ich gestehen, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Das ist das dann immer, wenn man das Tütchen aufmacht oder hier den Beutel, die Überraschung, ui, was ist denn da drinnen? Das ist immer sehr schön. Genau, und jetzt habe ich natürlich hier ein bisschen Chaos angerichtet. Der Vorführeffekt. Aber ihr habt ja hoffentlich ein bisschen Zeit mitgebracht. Nein, ganz so schlimm ist nicht. Also, wie gesagt, ist ja jetzt auch noch nicht gewaschen, deshalb. Sieht das noch ein bisschen krumpelig aus? So, seht ihr das? Und da finde ich, kommt das jetzt viel besser raus als in echt. Sehr schön. Ich sage euch auch gleich, welche Wolle das ist. Gesagt, ja, hier unten ist jetzt noch ein bisschen krumpelig. Dann habe ich hier mit dem Ärmel im ersten angefangen. Und auch hier mit dem Colorwork, aber das ist mir ein bisschen eng geraten. Da muss ich nochmal an meiner Fadenspannung etwas schrauben. Also das werde ich jetzt nochmal aufmachen. Da muss ich nochmal schauen, weil hier oben habe ich, also seht ihr ja, habe ich es ja auch relativ gut hingekriegt. Also da muss ich nochmal schauen. Aber vielleicht sollte man auch einfach nicht, wenn man irgendwie aggressiv ist oder deprimiert oder was auch immer, sollte man das am besten nicht machen. Genau, und ich versuche auch in die Kamera zu schauen, aber das ist halt hier auf dem Bildschirm und da. Ja, und ich muss ja gestehen, dadurch, dass ich jetzt etwas länger nicht aufgenommen habe, ich war ein bisschen aufgeregt. Also, naja, so ist das. Gut, also der Sipila-Sweater funktioniert das hier auch so. Bleibt noch dran. Also, so sieht das dann mal aus. Und stricken tue ich das aus der Wolle von Isla Bonita Lana y Colores. Das ist ja die liebe Iris.
auf La Palma und das verstrickt sich wirklich echt ganz wunderbar hervorragend. Hoppala, ihr seht auch, nein, seht ihr noch nicht, was faulen Menschen passiert, wenn sie irgendwo hinfahren und vorher nicht die Wolle wickeln, dann müssen sie nämlich auch einfach mal 100 Gramm per Hand wickeln. Aber es ging, muss ich sagen, erstaunlich schnell. Also es geht natürlich mit Mollwinkel viel schneller. Aber ja, es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Hier ist dann noch das Gold dazu oder Orange. Und ich fand die Farbkombi einfach so schön. Also wie gesagt, den hatte ich ja auch letztes Jahr angefangen. Und ja, jetzt wickeln wir das hier mal ein bisschen auf. Und wie gesagt, verstrickt sich wirklich ganz hervorragend. Aber wie gesagt, ich muss das nochmal aufmachen, derweilen ich das zu fest gestrickt habe. Und wenn ich dann mit dem Ärmel nicht mehr oder mit meinem Arm dann nicht mehr durchkomme, ach, das mache ich jetzt später, dann ist das ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber es ist ja zum Glück, dass es ja alles glatt rechts dann gestrickt ist in der Runde und dann kann ich das auch relativ gut wieder aufnehmen. Ja. So von hinten. Also ja, da freue ich mich schon wirklich, wenn der fertig ist. Irgendwann dann mal, wenn ich das hier wieder gerichtet habe. So. Halt, dann gehe ich so hin, dann darfst du noch ein bisschen im Hintergrund sitzen. So. Zack. Dann, woran ich dann alternativ jetzt gearbeitet, oder was heißt gearbeitet, gestrickt habe, das ist ja keine Arbeit. Das habe ich auch schon etwas länger angefangen. Bleib doch hier, du Schelm. Geht das so, wenn ich es hier hinsetze? Hätte das ein bisschen besser vorbereiten können. Die Vorbereitungselfen sind halt auch nicht mehr das, was sie mal waren. So, jetzt halt aber. Aber das funktioniert auch nicht. So, müsst ihr erstmal dahin. Gott. Jetzt kann es weitergehen. Und zwar ist das der Up All Night von der Melanie Berg. Und ja, da war ich jetzt, glaube ich, schon irgendwo hier gewesen und das habe ich jetzt alles schon gestrickt. Also bin ich hier schon im Endspurt. Ah, hier sieht es jetzt nicht gescheit, ne? Und das ist ein ja, Dreieckstuch, wird es später mal. Und ja, hier unten sieht es jetzt natürlich noch ein bisschen unförmig aus, aber das wird noch weggeblockt sozusagen dann. Und ja, also strickt sich wirklich echt super gut, wunderschön. Und die Wolle ist die Madeleine Tosh, ich glaube Tweed ist das. Nein, jetzt habe ich das andere, weil hier hatte ich nicht mehr, also von dem Lila. Habe ich jetzt natürlich das irgendwo da drüben liegen, aber das macht nichts. Und ja, das ist Single Garn mit so kleinen Nupsis drin, also Tweed Garn eben, aber halt nicht so auffällig. Also ja, das hier, was da jetzt so wegsteht, seht ihr das? Das hier, das ist quasi Absicht oder hier, genau. Das sind keine Fusseln oder teilweise doch. Das gehört dahin. Ja, und daran stricke ich jetzt momentan, bis ich halt hier das wieder aufgemacht habe und weitermachen kann. Und ja, wobei es mich jetzt irgendwie hier gepackt hat. Ja, und es ist wirklich, also die ist super weich. Und die habe ich letztes Jahr, genau, ich glaube Januar, Februar war das, als die Sissi aus Wien da war, sind wir auch, oder haben wir uns in München besser gesagt getroffen und sind zur Bonifaktur gefahren in Gauting. Und da habe ich mir die Wolle gekauft.
Ja, das wunderschöne Set, weil eigentlich wollte ich mir ja gar nichts kaufen, aber es war so schön. Es war so wunderschön und dann musste ich es haben. Und sie hatte das natürlich auch so wunderschön dahin drapiert. Das muss man also als Ladenbesitzer schon können, das so gemein dahinlegen, dass die Kunden oder Kundinnen denn gar nicht mehr anders können, als es kaufen. Ja. So ist das. Und wie gesagt, Anleitung kann ich sehr empfehlen. Strickt sich recht, ja, recht flott, wenn man dran bleibt. Und schauen wir mal, ob ich das noch fertig kriege. So. Upsi. Dann das mal da hier hin. Die sitzen natürlich normalerweise in Beuteln, aber ja. So ist das jetzt. Genau, und dann habe ich mir noch mitgenommen, das habt ihr glaube ich auch noch nicht gesehen. Ja, ich etwas raus habe. Und zwar muss ich glaube ich auch keine Spoilerwarnung mehr sagen, das war der Mystery Knitalong von Lisa K. Ross, Paper Daisy heißt die glaube ich. Und zwar der Mountain Musings Mystery Knit Along. Oder habe ich euch den schon mal gezeigt? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich ein bisschen noch weitergekommen. Jedenfalls den hatte ich mir mitgenommen. Schauen wir mal, wie weit ich bin. Ich weiß es selber nicht mehr. Haha. ja. So weit bin ich schon gekommen. Also das Ding ist von letztem Jahr, ist es auch schon fertig sozusagen. Ja, und das ist eben meine Farbauswahl. Das sind hauptsächlich Farben noch oder Garn von der lieben Dani von Rock the Wool. Und ich glaube, das Blaue hier ist von Dye for Yarn. Genau, das hatte ich nämlich noch. Und also da wird dann, wenn ich das richtig gesehen habe, hier oben noch nach oben gestrickt und hier unten auch nochmal. Und ich bin wirklich mit meiner Farbauswahl auch sehr zufrieden. Gesagt, ich müsste mal wieder ein bisschen weiter stricken. Aber schauen wir mal, wie schnell das hier mit dem anderen Tuch vonstatten geht. Und dann kann ich euch da hoffentlich demnächst auch bald mehr zeigen. Und wie gesagt, das sind alles die ganzen, also teilweise waren es Reste gewesen. Genau das hier ist die, ja, die gehüteten Schätze immer, ne? Da versucht man ja wirklich jeden Millimeter zu benutzen. Das ist auch wenn man jedes den Ball in der Hand hat. Das Wollknäuel, das ist wunderschön weich. Das ist von der Dani, Rock the Wool. Sehr weich. Da ist noch mehr. Genau, also sehr, sehr weich. Und schauen wir mal, wie weit ich damit noch komme. Gesagt, ich meine, dass ich euch das schon mal gezeigt habe, ne? Ich erinnere mich daran, dass ich da auch ein bisschen gestruggelt habe, wie ich euch das zeige. So. Da ist doch noch eine Nadel drin. Und dann habe ich mir noch mitgenommen, und das habt ihr, glaube ich, auch noch nicht gesehen, habe ich mir nämlich auf dem Wollmarkt in Vaterstetten bei Frau Wölfchen, bei der Heike, eine Kreuzspindel gekauft vom Spindelstübchen und habe schon alles habe ich weggesponnen. So viel habe ich schon geschafft. Also das ist die Kreuzspindel. Da ja, bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, das so viel weit kam ich noch nicht. Bin ich jetzt mal gespannt, wie das weitergeht dann.
Also ich kann euch mal versuchen, das zu zeigen. Wahrscheinlich ist das jetzt Vorführeffekt. Moment, zwei rüber, eins runter, genau. Dass es eben nicht funktioniert. Ups. Und das sieht man ganz normal aus. Jetzt ist, wie gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt, deshalb läuft sie ein bisschen unrund. Da, schaut, wie schön sie sich dreht. So, und dann schickt man ja noch mal ein bisschen Drall hinein und wickelt das dann hier zu so einem Knäuel auf. Jetzt muss ich gerade schauen, Moment. Zwei rüber, eins runter, zwei rüber, eins runter. Ist jetzt kaputt gemacht? Nein. Aha. Genau, und dann geht's weiter. Also, das ist die wunderbar schöne Kreuzspindel, die ich mir gekauft habe. Das war letztes Jahr wahrscheinlich Oktober auf dem Wollmarkt in Vaterstetten. Ja, so ist das. Es ist ein bisschen länger schon her, ne? Ja, und ich wollte ja auch immer mal so eine Kreuzspindel haben und das war die einzigste und sie war auch wunderschön. Und ich bin ja ein Fußspindler. Also bei mir ist quasi der Haken oben oder hier diese, der Wirtel ist es. Normalerweise ist bei mir halt unten und bei der Kopfspindel ist es dann quasi so umgedreht. Und hier macht es jetzt, glaube ich, nicht so viel aus. Ja. Und das habe ich mir auch noch mitgenommen. Ja, so ist das. Also das war erstmal das, was ich gewerkelt habe, was ich euch zeigen kann. Und jetzt denkt ihr euch natürlich, ja, wo ist sie denn eigentlich? Ja, ich bin hier nicht auf Urlaub, sondern quasi auf Reha. Also jetzt, ich hatte keinen Unfall oder so, aber es mussten halt, müssen hier Dinge in Ordnung gebracht werden sozusagen. Und das schlägt auch sehr gut an. Oder ich kann euch das ja. Ich kann nämlich auch, wie sagt man, walk like an Egyptian machen. Und zwar, hey, habe ich nämlich eingewickelte Füße, beide, bis hier. Und ja, wie gesagt, habe da halt so Probleme mit dem, wie sagt man, Lymphabfluss. Und da kann ich euch nur, also was heißt, den Tipp geben. Ja, man sollte gleich Sachen am Anfang in Angriff nehmen, dass es gar nicht erst so ganz schlimm wird. Und also bei mir hat es jetzt sehr, sehr gut angeschlagen hier alles. Und da bin, habe ich jetzt noch 1,5 Wochen, circa, genau. Und dann geht es wieder in die Außenwelt zurück. Ich habe hier so ein bisschen Angst. Weil jetzt hier im wunderschönen Schwarzwald bin ich unterwegs oder ausgelagert worden. Es ist halt schon schön, gell? Ja, und wie gesagt, das schlägt alles recht gut an. Und manchmal sollte man die Sachen auch einfach anpacken, auch wenn man ein bisschen, ja, Bammel vielleicht davor hat. Lieber zu früh als zu spät. Genau. So ist das. Ja, so. Und da ich natürlich hier in der Nähe von Freiburg im Breisgau bin, wohin ich nämlich heute übrigens auch nochmal dann gleich einen Ausflug machen werde, weil samstags habe ich zum Glück frei, also keine Anwendungen, Therapien, was auch immer. Wobei ich meinen Plan für nächste Woche geholt habe. Und also das, was ich jetzt dann vielleicht mal nachmittags nicht hatte, das wird jetzt alles in 3 Tage reingeböllert. Aber ich bin ja nicht zum Spaß hier, ne? Und man soll sich ja bewegen. Ja, werde ich ganz schön durch die Gegend gescheucht, aber wie gesagt, dafür bin ich ja hier. Und oh ja, auch für positive Energien und so weiter. Ja.
Und wie gesagt, man sollte auch manchmal einfach sich um sich selber kümmern und auf den Körper achten, weil man hat ja nur diesen einen Körper. Und auf den sollte man sehr gut aufpassen. Genau. Ja, und wie gesagt, Freiburg im Breisgau hat viele, also für mich, die ja jetzt wieder in der Nähe von Ingolstadt unterwegs ist, sehr, sehr viele wunderschöne Stoffläden. Und da war ich auch schon vielleicht in fast allen. Was soll man machen? Und werde auch heute dann natürlich wieder hingehen. Aber zumindest so ein, zwei kleine Trümmer habe ich mir schon gekauft. Und das zeige ich euch jetzt mal. Also einmal, ja, ist es eher so ein Accessoire oder wie man sagt, habe ich mir verschiedene Spitzenbänder geholt, da ich gerne die Bluse von, wie heißt sie jetzt? Liviana, Oliviana, nähen möchte, wo man hier diese Spitzenborte braucht. Und da braucht man eigentlich, glaube ich, 3 cm. Das habe ich aber immer nicht gefunden. Vor allen Dingen farblich passend zu dem Stoff. Und ja, ich war vorbereitet. Hatte ich nämlich in meinem Geldbeutel immer noch von diesen Stoffen, wo ich das gerne testen wollen würde, mir schon Fetzelchen abgeschnitten, dass ich nämlich die Farbe dabei habe. Aha, ich war vorbereitet, ausnahmsweise. Und dann habe ich mir hier dieses, seht ihr das? In Rot. Und das hier in verschiedenen Farben noch. Also einmal in Blau. Uch. Und nochmal in Rot, ein anderes Rot. Und noch weiße Spitzenborte. Genau, und da möchte ich gerne wie gesagt, die Bluse von Lille Soll und Pelle nähen, wenn ich dann wieder zurück bin. Und das nächste Mal werde ich meine Nähmaschine mitnehmen, egal wie viel Krach es macht, weil die vermisse ich schon ein bisschen. Aber wie gesagt, man ist ja nicht zum Spaß hier. Genau. Dann war ich, das ist hier nämlich auch in der Nähe, Titisee Neustadt, gibt es auch einen wunderbar schönen Stoffladen, die Stofftruhe. Hoppala, das zeige ich euch auch. Und ist eigentlich ein relativ, also sieht relativ klein aus von außen, aber ein wunderbar toller Laden. Also falls ihr da irgendwann mal in der Ecke wohnt, und nein, ich werde natürlich nicht dafür bezahlt, aber super freundliches Inhaber-Ehepaar und eine Auswahl an Stoffen, also Wahnsinn. Und da habe ich mir für ja, entweder ein Lounge-Set von Kibadu oder für einen Schlafanzug oder sowas was gekauft, weil ich den Stoff so toll fand. Und jetzt schaue ich mal, ob das die Kamera hergibt. Ja, es ist nicht ganz so. So kalt, ne? Ich hätte, ach, nee, wobei es ist genug Licht. Ich hätte hier aber noch das Licht anmachen können. Da ist ja der Schalter, glaube ich. Ist jetzt auch nicht besser, oder? Stimmt. Ah, es wäre Licht zum Ende der Folge. Vorbereitung ist alles, meine Damen und Herren. Ne, soll ich es. Also wie gesagt, das ist so ein schönes Türkis. Ich zeige euch das jetzt mal einzeln. Und ich glaube, eigentlich stört das Licht auch, gell? Ich mache es wieder aus. Ja, so ist besser. Natürliches Licht von außen. Genau, und da habe ich nämlich diesen Fuchsstoff gesehen. Und ist ja nicht so super süß. Und eben, ja, fast genau hier in diesem, ja, Grün von dem Tannenzweig hier habe ich mir dann noch passenden Jersey dazu geholt. Wie gesagt, der geht eher ein Stück ins Petrolige, also nicht so, das sieht ja zu kalt aus.
Das gibt halt die Kamera leider nicht her. Und da werde ich mir dann, wenn ich wieder zurück bin, ein Lounge-Set ausmachen. Genau. Ah, das kann auch hier hin. So. Und dann, es ist so toll weich und so flauschig. Und es ist kein echtes Tier, aber es ist so schön plüschig und flauschig. Ihr möchtet es auch sehen, oder? Na komm mal her, na komm. Hab keine Angst und verstreue nicht überall hier deine Flusen, dein Haar. Und zwar habe ich mir noch gekauft und oh, es ist so plüschig. Ein blaues Plüschmonster. Es ist echt richtig cool und ich glaube, es ist richtig schön bescheuert zum Nähen und Schneiden, aber das macht nichts. Und es ist so flauschig. Und da möchte ich mir gerne auch einen Pulli draus machen. Das habe ich nämlich hier gesehen. Also es ist ja jetzt so, dass man nicht die, also ich meine, das macht man ja irgendwie automatisch. So. Ich habe etwas erlegt. Ich habe das Krümelmonster erlegt. Nein, das ist ein bisschen heller. Oh, es ist so weich. Es ist ja irgendwie, dass man automatisch die Leute irgendwie natürlich so ein bisschen ja, abcheckt, sage ich mal. So, ach, der hat jetzt dieses oder jenes an. Und seitdem ich mehr nähe oder mir auch Klamotten nähe, ist es so richtig, ich weiß nicht, wie es den Näherinnen unter euch geht, so richtig. Man scannt die Leute schon so ein bisschen ab, so, oh, das ist aber schön. Da muss ich mal nach dem Schnittmuster schauen. Also da habe ich mir, muss ich gestehen, hier auch so ein paar Ideen geholt. Und ja, ihr seht hier, nein, es ist kein All-Inclusive-Urlaub. Ich bin die orangene Schicht, die frühe Schicht. Also um 7 Uhr antanzen zum Frühstück. Ah. So ist das. Aber wie gesagt, es wird sich hier um alles gekümmert. Ja. Jedenfalls, ja, ich scanne dann schon so unbewusst die Leute so ein bisschen ab. Also jetzt nicht, was haben die jetzt, sage ich mal, für Markenklamotten oder so an oder was hat der an, sondern, das ist aber schön. Das möchte ich mir auch nähen und holt sich dann Ideen und ich muss ja jedes Mal wieder über mich schmunzeln, weil, ja, man soll ja die Leute eigentlich nicht so abscannen, aber man macht es natürlich automatisch. Und es ist ja ein positives Abscannen. Wenn ich mir dann denke, oh ja, vielleicht frage ich die Person einfach mal, ob ich mir, wenn sie möchte, auch gerne ohne Gesicht, weil das Gesicht brauche ich ja nicht, ich brauche ja dieses Klamottending, ob ich das fotografieren darf. Ja, so ist das. Aber er ist so flauschig. Ist schon richtig bösartig flauschig. Ah. Und die Dame, die mir das verkauft hat, nicht Stoff Galore? Ich suche euch das noch aus, wo ich den gekauft habe. Das Stoffplüschmonster. Und es wird wunderschön plüschig. Weil der war nämlich im Angebot gewesen und da habe ich mir gedacht, das ist ein Zeichen. Gut, den schmeiße ich jetzt einfach mal hier oben drüber. Ja, das war's. Genau. Ja, ich habe eigentlich auch schon wieder, aber das kann ich euch jetzt natürlich leider nicht zeigen, schon mal wieder auch Taschen genäht. Denn ich möchte gerne auch wieder den Shop eröffnen. Ich habe ja noch den Shop bei Palundu. Da wird es auch eine kleine Namensänderung geben, also stay tuned. Ich glaube, zwei Varianten von Taschen habe ich schon fertig, auch mit dem neuen Label. Es ist voll cool. Aber da muss ich erst noch mal den Shop ein bisschen aufräumen und schauen, ob da von den rechtlichen Sachen her auch alles passt. Weil da ändert sich ja auch ständig irgendwas, weil dass ich einmal geschnappt wurde, das reicht mir. Das macht ja dann so auch keinen Spaß mehr. Ja, so ist das. So, und jetzt sagt die Uhr,
Ja, ich kann mit dem Zug um 10:45 vielleicht fahren, weil den um 15:45 schaffe ich jetzt nicht mehr. Aber das macht nichts. Ja, also, ich hoffe, dass ich es dann mal wieder etwas häufiger schaffe. Aber wie gesagt, ich möchte mich da auch nicht unbedingt stressen, weil ganz ehrlich, Stress hat man schon genug. Und ja, dann, wenn es soweit ist, wird eine neue Folge kommen. Das ist wie mit Gandalf. Ein Zauberer kommt niemals zu spät. Er kommt genau dann, wenn er beabsichtigt zu kommen. Also die neue Folge ist genau dann da, wenn sie da sein soll. Wann auch immer das sein wird. Wir wissen es nicht. Ah ja. So. Gibt es sonst noch was zu berichten? Ich glaube, das war's. Jetzt, ich hoffe, es war nicht allzu gehetzt, aber wie gesagt, ich hatte jetzt auch nicht so viel dabei, aber ich konnte euch zumindest mal was zeigen, weil ich kam auch ehrlich gesagt die letzte Zeit nicht so zum Stricken und vielleicht ist auch das Strickmotto so ein bisschen verloren gegangen. Ja, so ist das. Genau, und wie gesagt. Nein, wahrscheinlich darf ich die Folge jetzt nicht Walk Like an Egyptian nennen, weil dann werde ich ja gleich wieder geschnappt, oder? Ich denke schon. Inoffiziell heißt sie Walk Like an Egyptian, ja? Walk Like an Lymphie. Genau, Walk Like an Lymphie. Ja. Also, wie gesagt, ich bin wirklich sehr froh, dass ich das angegangen bin, weil. Also es hat sich schon nach dem ersten Mal einwickeln ein Erfolg gezeigt und nach, glaube ich, 2-3 Mal einwickeln, weil ich habe das besonders hier links. Und also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich habe nach, glaube ich, einigen Jahren endlich mal wieder meinen linken hier Sprunggelenksknöchel gesehen. Das war so richtig erstmal. Was ist das denn für eine komische Beule? Und dann hat meine Physiotherapeutin gesagt, ja, das ist ihr Knöchel. Und ich dachte so, wie, das ist mein Knöchel. Wo kommt der denn auf einmal her? Ja, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und es kamen auch noch andere Dinge zutage, warum ich auf einmal Schmerzen im Fuß hatte, weil ich anscheinend noch eine Verspannung oder Verhärtung in der Sehne hatte. Und dann brauche ich mich wundern, dass ich beim Laufen dann Schmerzen habe. Also wenn ich joggen gehen möchte. Nun gut. Ja, also in diesem Sinne, ja, dann, wenn es soweit ist, ist es wieder soweit. Und ja, es freut mich, dass ihr hoffentlich wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, euch, ja. Knapp 40 Minuten ein bisschen ablenken. Und ja, bis demnächst. Also, macht's gut, Servus und viert euch!